Hallo Leute und schön, dass ihr da seid bei Minecraft. Uah. Und ich habe ganz vergessen, dass ich einen Fehler mit der Maus habe. Deswegen werde ich mir schnell einmal Maus wechseln. Dauert nur kurz ein bisschen, bis ich die da frei bekommen habe. So. Jetzt ist sie da. Passt. Da ich die Maus frei bekommen. So. Endlich. Dann tun wir hier mal den ganzen Schotter weg, was ich nicht brauche. Die Mausempfindlichkeit ist aber relativ hoch hier. Kann ich die eigentlich Option irgendwo einstellen nochmal? Ne, da wahrscheinlich nicht. Video-Settings, haben wir irgendwie Controller-Setting oder so? Ah doch, da war ja was. Da war ja was. Controls. Aber da kann ich keine Mausempfindlichkeit einstellen. Video-Settings wahrscheinlich auch nicht. Hier Sound auch nicht. Da auch nicht. Sensibilität, da könnte ich normal. Ja, so ist schon angenehmer. Also es geht doch. Man muss nur den richtigen Reiter finden. Mit der Maus ist halt ganz ungewohnt spielen. Also kann durchaus passieren, dass es ein bisschen blöd aussieht, das Ganze. So, wir haben ein Problem und zwar das ME-System ist komplett voll, wie man hier sieht. Und hier auch. Ich habe hier schon zwei Platten reingehauen, die sind schon wieder voll. Grund dafür ist einfach hier der Cobblestone. Das heißt, wir müssen unten mal die Cobblestone-Fabrik ausschalten. Da werden wir einfach mal hier eigentlich den hier weg tun. Hoffen, dass wir alles aufsammeln. Ja, fast alles. Jetzt haben wir alles. Dann kriegen wir schon mal keinen Cobblestone mehr. Das ist schon mal vorteilhaft. Naja, vorteilhaft. Es war ja ein Test von meiner Seite her. Wie viel Cobblestone kann ich ja produzieren und speichern? Und ich habe festgestellt, mehr als man glaubt, es sind mittlerweile 2 Billionen geworden. Oder mehr sogar. Können ja schauen. 2 Billionen 147 Millionen 625.396. Ach du Kacke, wie alt bis ich das fertig gezählt habe. So, ich kann hier nichts mehr reinschmeißen. Weil ich nämlich keinen Platz mehr habe im ME-System. Das ist jetzt natürlich doof. Habe ich hier noch Storage-Zellen drin? Da habe ich sicher noch Storage-Platten drin. 4K, dann nehmen wir 2 raus. Ich weiß, 4K bringt jetzt nicht viel, aber ich mache es absichtlich mit 4K. Damit die weg sind, so, dann kann ich hier den Schotter hoffentlich reinwerfen, bevor das ME wieder voll ist. Zack. So, er müsste hier den restlichen Cobblestone noch rausziehen. Ja, passt. Da draußen unsere Anlage ist auch stehen geblieben. Die ist erst jetzt wieder weitergelaufen, da war alles voll, weil das ME-System eben nicht voll war. Und das war ein kleines Problem hier. Das sollte uns nicht wieder passieren. Deswegen werden wir jetzt ein paar Sachen vorbereiten von dem ME-System mal. Und zwar habe ich Drives, genau. Davon möchte ich bitte 10 Stück haben. Ich hoffe, dass jetzt alles craften kann. Normalfall müsste noch genügend Platz in der Mäh sein, damit da die ganzen Komponenten craften kann. Macht da brav durch. Also es geht hier ratzfatz eigentlich gerade schneller als man glaubt, oder? Drives, 10 Stück, genau. Dann haben wir ja irgendwo. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich da einen Miner noch drin oder nicht? Warte mal. Komm, platziere ja. Nee, habe ich nichts mehr. Okay, der Miner ist leer. Das heißt, ich könnte den Miner mal hier reinwerfen. Den Miner. Das hier. Und was brauche ich noch nicht eigentlich? Sonst könnte ich alles beim Mann lassen. Carpenter's Schüssel brauche ich normal auch nicht mehr. Wobei, Schüssel, den lasse ich mal. Den lasse ich mal. Nee, das ist der von Carpet, das Block, den brauche ich doch nicht. Nur den anderen Schlüssel brauche ich. Den Carpenter Block, der ist mir uninteressant. So, Waffen und so habe ich an Mann. ME Drive. Und zwar möchte ich irgendwo einen ME Bunker haben. Habe ich Obsidian? Was? Ich habe kein Obsidian. Warum habe ich so wenig Obsidian? Hallo Leute, was ist los? Ich hatte ja hier irgendwo. Ah, okay, ich hatte ja. Ich hatte. Hier fehlt der Wassergenerator. Ein Wassergenerator. Haben wir keinen. Das ist, weil ich ja Mods-Updates mal gemacht habe und da ist er wahrscheinlich wieder mal flöten gegangen. Weil sich die IDs geändert haben. Ich brauche einen Wassereimer. Ich habe keinen Wassereimer. Traurig, aber war kein Wassereimer. Wasser, 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 komm doch. Komm doch rein, Wasserlein, Wasserlein, komm rein. Gehen wir unter Wasser. Kann man abbauen, ohne dass wir irgendwie was verletzen. Ui, da sind wir ja schnell unterwegs. So, Wasser einmal hier rein, kriegen wir Wasser.
Reservoir. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ich glaube aber schon. So. Gut, Wasser haben wir, wir brauchen Lava. Bei Lava ist es natürlich so, da habe ich noch nichts automatisiert eigentlich wirklich. Ich habe wohl hier die Lava-Dumps. Aber das könnten wir eigentlich auch ein bisschen besser automatisieren. Da könnten wir hier eigentlich so einen Lava-Fabricator draufstellen. Du haben es voll auf Lava. Jetzt wirst du mir erklären, dass da hier. Warum geht da jetzt keine Lava rein? Muss ich hier echt eine Pipe rein machen? Uah. Nein, nein. Ach, Menno. Ja, klar. Jetzt tue ich da runterbuddeln und dann habe ich hier eine dämliche Leitung noch. Alter, wie weit ist denn hier unten? Bis ins Erdgeschoss runtergefallen hier. So. Hier machen wir einfach mal so oberflächlich zu, dann haben wir unten einen Gang. Dann kommst du hier rauf, dann brauchen wir eine Pipe. Habe ich keine. Dann holen wir uns eine Pipe. Ja, und ich habe die 6300 Abonnenten geknackt, das heißt, die Woche, im Laufe der Woche, kriegt ihr definitiv. So, ja. Jetzt geht's wieder. Definitiv das Modpack. Zum Download. Ich denke mal, ich werde es über einen Technik-Launcher machen. Sollte das nicht klappen, dann werde ich einfach nur den Mods-Ordner und den Konfigurator zum Download stellen. Oder mal gucken, wie ich es machen werde. Auf alle Fälle einfach die Videos verfolgen hier von Minecraft, dann werdet ihr definitiv eine Antwort erhalten. Wir brauchen jetzt Pipes. Und zwar heißen die Fluid Duct Pipe. Ihr müsst mir ein bisschen entschuldigen, zwar spiele ich ja jetzt mittlerweile auf dem 1.7er-Server noch nebenbei und da gibt es die ganzen Fluid Duct Pipes und das Ganze noch nicht. Oder mittlerweile vielleicht schon. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht so genau geguckt, ob es jetzt mittlerweile gibt. Aber in unserem Modpack gibt es die noch nicht. Und deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt, weil ich eben die Namen dann nicht mehr so ganz genau kenne. So, Fluid Duct haben wir hier. Output ist hier. Ah, okay, da brauche ich gar kein Servo. Das ist ja auch gut. Und jetzt machen wir hier Obsidian. Denn Obsidian könnten wir ja eigentlich theoretisch gleich ins ME-System importieren hier hinten. War ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Mit dem Level-Emitter unterhalb. Ja, das könnte man da eigentlich jetzt noch mitmachen. Achso, hier war. Na, ich bin ja auch dämlich, oder? Hier war dann die Drum drauf. So. Oder bauen wir das irgendwie ein bisschen. Ja, das bauen wir ja gut besser, wo wir dann Lava-Fabrikate auch gleich mit dran bauen könnten. So, wir haben hier ein bisschen Platz bekommen, warum auch immer, weiß auch keiner. So. Ach ja, das Obsidian habe ich mit rausgenommen. Wir müssen die ganze ME-Storage irgendwo hin verfrachten. Ich dachte mir, dass wir das hier unten hinbauen. Und zwar hier in die Wand rein. Ah, hier ist doof. Hier ist blöd, hier geht. Hier in die Wand. Das heißt, die Netherwarzen müssten weichen. Das habe ich mir gedacht, so hier ein bisschen reinbauen. So einen kleinen Raum. Das sollte ja eigentlich gehen. Jetzt machen wir hier mal. Was haben wir für eine Geschwindigkeit? Machen wir normal 20 passt. Dann ist man nicht zu schnell und man kann schön vorsichtig arbeiten. So dass man gleich wieder alles abbaut. Denn alles will ich auch nicht abbauen, sondern nur wirklich schön eins nach dem anderen. So. Hier unterhalb kommt dann alles Obsidian, also schön sicher gebaut. Hier auf der Seite auch. Ich weiß nur nicht, ob so ein schwarzer Raum das Beste wäre. Bin ich echt am Überlegen, wie wir das ein bisschen. So, und jetzt habe ich schon hier was abgebaut, was ich nicht abbauen hätte sollen. Das kommt nicht zu mir. So, er fährt davon. Na okay. Ja, okay, es ist das Förderband, das eigentlich benötige ich das ja eh nicht mehr, weil hier ist es eigentlich eh schon abgestellt. Theoretisch ist es egal, soll es weg sein. So, und dann. Alles schwarz ist dämlich. Deswegen dachte ich mir, was ist, wenn wir hier hingehen und hier außen machen wir Obsidian. So. Zack, ich muss nur kurz überlegen, dass die Größe passt. Innen machen wir was anderes. Und zwar nehmen wir da am besten. Machen wir so Stone Slabs oder so. Oder was könnte man da neu nehmen? Könnte eigentlich einen Diamantboden machen? Das wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Stone Slabs 43er, die könnte man nehmen. So.
als Wand dann sozusagen, ne? Das würde ich durchaus gut finden, so. Dann hier, hier, hier. Ja, hier muss ich leider Obsidian nehmen. So, der Eingang, der kommt dann hier, das passt so. Hier kommen die ME-Tries hin, das passt. Dann kommt hier noch eine Wand. So. Zack, dann noch weg, weil der Boden, der muss dann natürlich auch noch gemacht werden. Oh, nicht zu viel. Haben wir hier irgendwo Fackeln? Doch, haben wir. Ach ja, genau, die werden ja nachgefüllt. So, haben wir hier irgendwo. Da oben können wir eine hinmachen. Und dann. Ah, Obsidian geht uns aus. Soll aber auch kein Problem sein, da wird der nachproduziert hoffentlich jetzt schon. Zack. Kein Obsidian mehr. Ich hoffe, wir kriegen da relativ viel raus. Und relativ schnell. Na, 27. Naja, gerade schnell geht da was anders, oder? Wie könnte man noch schneller Obsidian herstellen? Mit Wasser und Lava. Okay, das haben wir nicht. Wir können es vervielfachen mit Mimici. Das könnte man noch schnell machen. Dann wird das wenigstens auch gebraucht mal. Hä? Ah, doch, da ist es eh. 26.000. Passt schon. So. So. So, das sollte vorerst mal genügen. Den Rest stellen wir uns her. Zack. Dann hier unten. Zack, zack. Hier irgendwas passt mir noch nicht. Da die Ecke unten muss auch noch sein. Das muss alles creeper-sicher gebaut sein. Zack. Dann dreimal, das passt hier. Hier kommt dann noch eine Wand weg, denn hier kommt Obsidian hin. So, hier. Genau die Reihe kommt Obsidian. Vorne dann halt wieder schön abgedeckt. Zack, zack. Dann haben wir hier einen schönen 3x3 Feld. Das sind hier dann 9. Das sollte genügen. Sonst können wir das noch immer erweitern. So, zack. Perfekt. Oben die Decke muss ich jetzt noch gucken. Dann die wird auch rein nur aus Obsidian bestehen, glaube ich. Weil hier oben haben wir ja dann schon unser Häuschen. Damit wir das nicht beschädigen, den Boden, beziehungsweise der Boden dann nicht so schlecht ist, muss man das leider alles aus direkt aus Obsidian machen. Aber okay. Wir werden es überleben. Wenn alles dunkel ist, müssen wir halt ein ordentliches Licht reinbauen. So, du musst dann sowieso weg. Hier, ja, du musst eh weg. Das Förderband brauchen wir eh nicht mehr. Das ist eh sinnlos. Hat sich ja mittlerweile alles soweit schon erledigt mit dem Förderband. So, das haben wir gesagt. Oben die Decke muss auch Obsidian sein. Alles schön. Eigentlich haben wir gedacht, dass wenn wir das gleich aus Bedrock machen. Aber nee. Machen wir lieber Obsidian. Das haben wir eher vorhanden und können wir auch abbauen, falls wir den Raum noch vergrößern müssen. Und müssen wir nicht drum eiern, blöd. Ja, hier kommt dann noch so eine Reihe. Dass hier auch noch schön hell ist. Dass der Raum nicht zu dunkel wird. So, jetzt haben wir hier ein Obsidian. Also Doppeleingang kommt hier. Dann kommt hier Obsidian hin. So. Und hier Obsidian. Genau, haben wir hier so ein Zweierraum, relativ kleiner Raum wird das dann, aber ist ja nur rein für den Kack, wo die Drives drin sind. So, dann gucken wir mal hier. Der oben ist auch weg. Ah, okay, da oben. Das Förderband hat eigentlich noch funktioniert. Wird aber definitiv nicht mehr funktionieren. So, du musst weg. Dann der Scheiß hier weg. Da muss alles Obsidian hin, damit da schön verstaut ist hier alles. Und alles schön creeper-sicher gebaut ist. Von außen zumindest. Natürlich, wenn innen ein Creeper explodiert, ja. Haben wir halt ein kleines Problem. Das könnte man aber auch fixen. Müssen wir gucken, ob sich das ausgeht. So. Wir können ja hier dann 9, 18. Ja, das muss sich ausgehen eigentlich. So, jetzt müssen wir den Boden noch einmal rausruppen. Da kommt natürlich auch noch eine Reihe Obsidian mit rein. Ob das jetzt beim Boden viel bringt, ist eine andere Frage. Aber wir machen es einfach, weil wir es haben. So, dann mache ich aber jetzt die Ecke nicht vollflächig, denn hier ist keine große Angriffsfläche. Deswegen ist das relativ egal hier am Boden. So, dann hier schön wieder zumachen.
Dann hier noch eine Reihe und hier kommt auch noch zugemacht. Dann müsste eigentlich der Raum ja bald fertig werden. So, so. Oh, der war falsch. Zack, du weg. Komm, back. Genau. Schaut also soweit schon relativ gut aus. Hier oben kommt noch Obsidian rein. Ich hoffe, das geht sich aus. Perfekt. Eigentlich soweit ein schwarzer Raum. Innen ein bisschen hell. Ja, soll es so sein. Die scheiß Nieterwarzen hier müssen wegweichen. So, und zwar auch. Soul Sand muss auch weg, 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 weg. Dann gucken wir mal. Cobblestone können wir wieder reinklatschen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Das nicht. Ich brauche ein bisschen normalen Stein, damit ich hier wieder dicht machen kann. Den Soul Sand. Achso, den habe ich. Ich dachte, den habe ich schon ins Lager geschmissen. Wahrscheinlich noch nicht. Dann können wir hier noch dicht machen. Zack, hier schön. Einer zu viel. Einer zu viel. Gut, dann würde ich aber auch sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.